Besam Klinker hat alles verloren, auch in dieser Flut, ist noch dazu schwer krank und schafft es trotzdem, allen anderen Menschen zu helfen. Und das ist für uns absolut bewundernswert. Das ist Besam Klinker. Wie so viele hat sie alles verloren. Die Flut kam und raubte ihr das Haus, ihr Hab und Gut, ihre komplette Existenz. Jetzt steht die an Brustkrebs erkrankte Besam vor dem Nichts. Wir treffen sie in Altena, auf dem Parkplatz eines Hotels. Wir haben überall 3 Tage fast gar nicht geschlafen. Ich bin ja selber krebskrank und ich kann die alte Dame nicht, die war meine Nachbarin gewesen, ich kann die nicht alleine lassen. Und egal, man ruft an überall, die geht gar nicht, man leitet immer weiter, weiter, weiter. Und ich habe alles, und mein Haus, alles komplett gestört. Ich kann nichts mehr retten, gar nichts. Sie sehen ja, wie ich aussehe. Ich habe gar nichts. Ich habe überhaupt gar nichts. Ich habe ein kleines Kind. Ich habe den bei meiner Schwester gelassen. Aber sie hat auch nur eine Zimmerwohnung. Trotz ihres Elends denkt Besam nicht an sich. Ihre schwerbehinderte Nachbarin Ingrid ist bei ihr. Wir haben ja da unten kein Wasser, kein Strom, gar nichts. Und bei meiner Behinderung, sie hilft mir ja immer. Und da haben wir gesagt, es ist besser, wenn wir da rausgehen. Ne? Nach einer stundenlangen Odyssee hat Besam für die beiden nun endlich einen Schlafplatz gefunden. Ein warmes Bett, ein kleines bisschen Menschlichkeit. Ohne die Flutheldin Besam wäre Ingrid auf sich alleine gestellt. Doch auch wenn die beiden für eine Nacht eine Unterkunft haben, wie es morgen aussieht, wo sie morgen schlafen, ist ungewiss. Doch eines ist sicher. Besam ist die Heldin des Tages. Sie hat gezeigt, dass Menschlichkeit und Nächstenliebe stärker sind als jede Flut. So berührend. Unsere Heldin, die sich um andere, um Ingrid, ihre Nachbarin, kümmert, Besam Klinker, ist uns jetzt auch zugeschaltet. Jetzt inmitten in dieser Katastrophe, in der sie auch noch anderen Menschen hilft, ihrer Nachbarin Ingrid. Wie geht es Ihnen? Wie ist die Situation derzeit bei Ihnen gerade? Wissen Sie vielleicht schon, wann Sie wieder in Ihr Haus zurückkehren können? Hallo, guten Tag. Nee, mir fehlen die Worte und ich habe seit der Katastrophe überhaupt gar nicht geschlafen. Ich konnte überhaupt gar nicht schlafen, weil die Bilder, die ich alles gesehen habe, die laufen immer noch in meinem Kopf, die drehen sich immer weiter. Ich weiß es nicht. Das ist das einzige Wort, das ich habe. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo, was, keine Ahnung. Und trotzdem schaffen Sie es, für andere Menschen da zu sein. Woher nehmen Sie diese Kraft? Wir alle können uns das überhaupt nicht mal ansatzweise vorstellen, was Ihnen passiert ist, wie es Ihnen gehen muss. Und umso bewundernswerter ist es, dass Sie so durchhalten und dass Sie so zusammenhalten. Wie schaffen Sie das? Ja, das ist ja, das kommt von innen. Dann, das macht man einfach nur einfach so, wie man irgendwie andere Menschen sieht, eine Hilfe braucht. Und man gibt alles. Ich sitze gerade, habe ich ja mit den Kollegen gesprochen, dass ich ja jetzt mein Kreuz, weil ich habe ja auch fast in 2 Tagen fast 24 Kilometer über die Weinberge gelaufen, weil einmal bin ich runter für mein X zu holen und danach in Reimershofen und dann weiter wieder über die Weinberger, wo ich mein Handy angeschaltet habe und habe ich ja die Hilfe von Ingrid gehört. Dann bin ich weiter wieder über die Weinberger runtergegangen und ich habe die auch rausgeholt. Das sind Bilder, die Sie gar nicht mehr loswerden und wir merken, wie berührt Sie sind. Das berührt uns auch sehr, dass Sie sich da so sehr einsetzen. Sie erzählen, wie Sie über die Weinberge rennen, um Ingrid zu holen. Sie haben Ihren Sohn noch zu Ihrer Schwester in Sicherheit gebracht. Wie geht es Ihnen jetzt? Wo sind Sie gerade? Haben Sie jemanden, der sich auch um Sie kümmert, mit dem Sie das all das Schreckliche Erlebte auch irgendwie aufarbeiten können? Wir sind jetzt gerade, wir haben, wo das passiert ist, einen Kollegen gefunden da im Hotel und die haben uns irgendwo in ein anderes Hotel geschickt. Wir danken denen mal erstmal für einen Tag
für heute. Und heute müssen wir nochmal rausgehen. Und ja, wir wissen auch jetzt nicht mehr wo. Ja. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich weiß es nicht. Frau Klinker, wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, dass so schnell wie möglich Hilfe kommt, dass Sie so schnell wie möglich wieder in ein normales, einigermaßen normales Leben kommen. Ich glaube, wir können gar nicht genug betonen, wie sehr wir Ihnen das wünschen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und so mit uns darüber gesprochen haben. Danke Ihnen. Alles Gute Ihnen von Herzen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.